Willkommen bei Schlesien Journal. Wer schreibt, der bleibt, lautet das Lebensmotto von Maria Kwiecińska aus dem Biohammer in der Gemeinde Kronstau. Sie schreibt nicht nur die Geschichte ihres Heimatortes und der Umgebung auf, sondern auch jene des DFK, dem Biohammer. Über 30 Jahre lang war Maria Kwiecińska DFK-Vorsitzende. Sie bemühte sich, die DFK-Mitglieder mit ihrer Liebe zur eigenen Heimat, zur Geschichte und zu den Traditionen anzustecken. Ich heiße Freiheitseiche. Ich wurde 1773 in der königlichen Oberförsterei Dembio gepflanzt, zur Zeit der preußischen Herrschaft Friedrichs der Großen von Hohenzollern. Ich schlug Wurzeln, habe so die Heimat bereichert und bin bis heute ein wahrer Zeuge der Geschichte. Die Eiche, das ist eine Königin in den Feldern. Die hat uns immer inspiriert, als wir noch als Kinder waren, in den Wald gingen, auf sammeln Pilze oder Bären oder irgendwas. Immer, und an der Eiche haben wir ein bisschen gestanden, da war ein bisschen kühl und wieder dann nach Hause gegangen. Alles immer zu Fuß. Diese Eiche, eine Zeitzeugin der Geschichte von Dembiohammer, ist das Eigentum der Familie von Maria Kwiecińska. Diese wurde in Dembiohammer geboren und hatte 5 Geschwister. Die Geschichte der eigenen Heimat und die eigene Identität sind zentrale Elemente in ihrem Leben. Die Liebe zur Geschichte hat sie zu Hause gelernt. Der Vater hatte ein bewegtes Leben und seine Erfahrungen hat er den Kindern oft in Form von Geschichten erzählt. Er hat gesagt, das ist keine Geschichte aus dem Buch. Das ist eine Geschichte vom Herzen. Aber wir waren auch neugierige Kinder und wir haben viel gefragt. Und das, finde ich, das ist das Wichtigste. Sind Familien, die wissen über seine Eltern oder Ureltern überhaupt nichts. Das ist ein Tabu, das sagt man nicht, das spricht man nicht. Man lebt. Aber die Erfahrungen und das Leben der Familie, die macht so einen guten Stamm. Und wenn man in dem Stamm seinen Platz findet, da ist man glücklich. Wenn man das akzeptiert, wenn man das weitergibt, da ist die Familie stark. Die deutsche Sprache gehörte in der Familie von Maria Kwiecińska, geborene Lise, zum Alltag. Doch Polnisch musste sie dann natürlich auch lernen. Ihre Mutter konnte zwar Polnisch sprechen, doch mit dem Schreiben hatte sie Probleme. Aber die polnische Sprache hat auch die Familie gerettet. Nach 1945 bekam meine Mutter gleich Arbeit, weil sie Polnisch konnte. Da ging sie ins Geschäft und war als Verkäuferin. Und da hat sie auch die Familie, wo sie früher gewohnt hat, ein bisschen gerettet, weil schon ein bisschen Geld zu Hause war. Weil alle Leute waren arm. Eine große Armut, die früher war, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Nach 1945 lernten auch der Vater und dann die Kinder Polnisch. Maria Kwiecińska wuchs in Dembiohammer auf. Hier heiratete sie. Und hier entwickelte sie auch ihre Liebe zum Schreiben und zur Heimat. Ich habe angefangen, meine Geschichte übers Dorf schreiben. Da habe ich gelernt, als mein erstes Kind ein halbes Jahr war, im Jahre 76, im November. Da kam Konrad Mintus zu mir und hat gesagt, dort in Województwo wird ein Konkurs über die Dorfkapellen und die Kreuze im Dorf. Du musst das machen, hast du eine Woche, hat er mir gesagt. Was, in einer Woche soll ich das machen? Die Schreibmaschine, da habe ich auch schon gehabt, das war für mich ganz wichtig. Und da habe ich geschrieben über die Dorfkapellen und über die Kreuze. Da habe ich alle Bücher und alle alte Kalender, alles, was ich da hatte, habe durchgesucht. Manche Sachen wusste ich, weil ich noch ein Zeugen hatte hier im Hause, eine alte Tante, die hat mir vielleicht 80% von diesen Sachen erzählt. Bei dem Wettbewerb belegte sie damals den ersten Platz. Dies ermutigte die junge Buchhalterin, sich noch stärker mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen und diese aufzuschreiben. Kurz vor der Wende organisierte sich in Schlesien die deutsche Minderheit.
In vielen Ortschaften wurden Unterschriften von Deutschen gesammelt, natürlich auch in Dembjohammer. Davon hat Maria Kwiecinska von den Dorffrauen erfahren, die damals über diese Unterschriftenaktion erzählten. Fahre ich noch nach Hause, weil ich aus dem Dorf hier bin. Ich sage, wisst ihr was, über eine Liste, dass man sich kann als Deutsche einschreiben? Nein, die wissen auch nicht. Da habe ich gesagt, gib mal schnell, wen soll ich einschreiben? Da musste man nur den Geburtsdatum sagen und Name und Vorname und das war alles, nicht? Da habe ich dann von allen die Liste gemacht und da komme ich rein, Erik sitzt in der Laube und sagte, endlich, ich dachte, du kommst nie. Hat er mir gesagt, habe ich gelacht. Nun habe ich gesagt, da müsst ihr jetzt aber alle einschreiben, da sind wir, er hat gesagt, jetzt kann ich die Liste zumachen. Bei der ersten Versammlung des neu gegründeten Deutschen Freundschaftskreises wurde Maria Kwiecinska zur Vorsitzenden gewählt. Als DFK-Vorsitzende bemühte sie sich auch, die DFK-Mitglieder für die Geschichte der eigenen Heimat, die deutsche Sprache und die Tradition zu begeistern. Sie hat Broschüren und Publikationen herausgegeben und Ausflüge sowie Fahrradtouren organisiert, um die nähere Umgebung zu erkunden. Sie selbst berichtete dabei über die Vergangenheit. Da war ich erstaunt. Da kamen wirklich alte Menschen. Und da habe ich gesagt, das ganze Leben bist du hier im Dorf und du warst dort noch nie. Nun haben sie gesagt, nein, dort war ich noch nicht. Ich lebe hier schon 70 Jahre, 75 Jahre, aber heute haben wir die Gelegenheit und hat mich gereizt. Das war ganz interessant. Maria Kwiecinska war über 30 Jahre lang Vorsitzende des DFK Dembjohammer. Heute ist sie noch im Vorstand tätig und weiterhin schreibt sie nicht nur die Chronik des Heimatortes, sondern auch Ereignisse und Erinnerungen aus der Vergangenheit auf. Für mich ist am wichtigsten ist die Heimat. Und die Heimat, das ist kein Ort. Die Heimat, das ist ein Gefühl. Ein ganz tiefes Gefühl, die man im Herzen pflegt. Und wer im Herzen seine Heimat nicht pflegt, der ist kein ganz armer Mensch. Weil jeder Mensch hat seine Heimat. Maria Kwiecinska bleibt ihrer Heimat treu und erforscht weiterhin unermüdlich die Geschichte ihres Heimatdorfes. Seit kurzem schreibt sie auch Gedichte, die mit ihrer Heimat und dem Leben verbunden sind. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 19. Januar wurde in den Räumlichkeiten des Universitätsmuseums in Oppeln die Büste von Josef von Eichendorff enthüllt. Dazu haben das Oberschlesische Eichendorff Kultur- und Begegnungszentrum, die Stiftung für Wissenschaft und Kultur in Schlesien sowie das Museum der Oppelner Universität eingeladen. Nach dem christlichen Archäologen Josef Wilpert aus Aiglau in der Nähe von Leobschütz, dem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Helmut James Graf von Moltke sowie dem Mediziner und Nobelpreisträger Paul Ehrlich ist Josef von Eichendorff der vierte Schlesier, der im Universitätsmuseum gewürdigt wird. Was lange währt, wird endlich mal gut, nicht wahr? So hat immer meine Mutter gesagt. Und der Gedanke entstand schon vor vielen Jahren, nicht wahr? Aber es hat so etwas gedauert. Natürlich mein Kollege, Professor Andrzej Szczepaniak, der das alles veranstaltet hat, hat mir selbst an Eichendorff erinnert. Aber ja, wissen Sie was? Also wir haben vor Jahren gesprochen über Eichendorff. Ich habe daran gedacht und so weiter. Und endlich mal machen wir das. Das Museum, das sich im Universitätsgebäude am Oppelner Platz Kopernika 11 befindet, ist während der Woche von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für größere Gruppen, die sich vorher anmelden, kann das Museum auch samstags seine Pforten öffnen. Der DFK Stubendorff hat am 23. Januar, also in der letzten Woche der Winterferien, zum Projekt Vogelhochzeit eingeladen. 23 Kinder lernten die Vögel aus ihrer Umgebung kennen, sowie den Brauch der Vogelhochzeit, der bei den Sorben in Deutschland gepflegt wird. Bei dieser Volksgruppe wird zu Vogelhochzeit ein Volksfest veranstaltet und die Kinder werden beschenkt. Die Überraschung für die Kinder ist es dann, dass die Vögel im Winter eben ihre Hochzeit feiern. Und dafür, dass die Kinder sie füttern,
sozusagen teilen sie mit den Kindern das Beste aus ihrer Hochzeit, das heißt die Süßigkeiten. Und bei den Sorben ist es so, dass die Kinder an dem Tag der Vogelhochzeit, eben Ende Januar, auf ihren Fensterbrettern so einen Teller mit Süßigkeiten finden, an einem Vogelhochzeitstag, gleich am Früh, also früh am Morgen. In Stubendorf wurden die Kinder nicht mit Süßigkeiten beschenkt. Für sie wurde aber ein Projektnachmittag veranstaltet. An 8 verschiedenen Stationen lernten die Kinder unter anderem die Vögel kennen, die in Schlesien überwintern, und erfuhren, wie sie die Vögel im Winter füttern sollten und wer die Sorben in Deutschland sind. Außerdem sangen sie das Lied Die Vogelhochzeit, das auch bei den Sorben am Tag der Vogelhochzeit gesungen wird. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.